willkommen zur Kinderkirche. Schön, dass ihr wieder da seid. Was ist denn mit Tini los? Schläft die? Tini? Tini, schläfst du? Ich genieße die Stille. Hä? Ich genieße die Stille. Tini, mach doch mal bitte die Augen auf. Hallo Tiffany. Hallo Kinder. Ja, ich genieße die Stille. Es ist wunderschön, die Geräusche zu hören. Die Autos, die fahren, auch mal eine Sirene, die Vögel zwitschern, die Gänse am Dorfteich. Und dazu habe ich eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte? Von der Stille? Genau, Tiffany. Die Geschichte heißt, und dann wurde ich ganz still. So, liebe Kinder, und jetzt singen wir zusammen einfach Spitze. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, dass du da bist. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun klatschen wir. Einfach Spitze, lass uns klatschen. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, lass uns stampfen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und nun springen wir. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze, lass uns springen. Einfach Spitze. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, lass uns tanzen. Einfach Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Die Geschichte heißt, und dann wurde ich ganz still. Hanna kommt zu Sabine. Du, Sabine, sagt sie strahlend, ich habe gerade was Tolles erlebt. Wir haben heute in der Kirche so eine Übung gemacht. Erst dachte ich, oh, wie langweilig. Wir sollten uns auf einen Stuhl setzen oder in den Schneidersitz oder auf den Boden und dann die Hände ineinander legen und dann die Augen zumachen. So wie du eben. Genau, Tiffany, so wie ich eben. Und was hörte ich da alles? Unheimlich viel. Autos, Leute reden, Kinder, die im Kinderwagen weinten. Und auch in unserem Raum war einiges zu hören. Die Heizung, sie brummte. Und Nele, die saß neben mir. Ihr Atem wurde auf einmal ganz laut. Und dann musste sie niesen. Irgendwann fragte ich mich, was bei mir da drin zu hören ist. Jemand sagte, denk dir doch mal eine Bitte aus, die du auf dem Herzen hast. Etwas, was dir wirklich wichtig ist. Etwas, was du Gott sagen willst. Hanna ist ganz still. Sabine wird langsam ungeduldig. Und was hast du dir für eine Bitte ausgedacht? Ja, das Wichtigste war eigentlich gar keine Bitte, sondern ich habe einfach nur gedacht, wofür möchte ich denn eigentlich bitten? Und da fiel mir ein,
dass ich eigentlich ganz schön glücklich bin. Ich habe so viel, viel mehr, als ich zum Leben brauche. Beide sind einen Moment still. Und Hanna, fragte Sabine, und worum möchtest du bitten? Hey, Tini, die Geschichte war toll. Ich bin auch ganz still gewesen. Ja, im Gegensatz zu sonst, Tiffany. Ja, aber das stimmt. Einfach mal drüber nachdenken. Und ich habe auch eine Bitte. Ich würde sie gerne aufschreiben. Kannst du mir dabei helfen? Ja, Tiffany, das mache ich gerne. Schau mal, hier habe ich schon ein Blatt Papier. Hältst du das mal bitte? Ja. Und hier habe ich einen Stift. Dann sag mal, was du für eine Bitte hättest. Ah, okay. Guck mal, ist das gut so? Ja, perfekt. Du, Tiffany, wollen wir das dann in den Baum hängen, diesen Wunsch? Au ja, das ist eine super Idee. Oh, wie schön mein Wunsch jetzt im Wind weht. Wacht ein Engel über mir, mein Gott. Abends, morgens wacht ein Engel über mir. Wenn ich morgens früh aufstehe, wacht ein Engel über mir, mein Gott. Wenn ich abends schlafen gehe, wacht ein Engel über mir. Und nun lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte euch. Er halte seine schützende Hand über euch. Amen.